Hallo und herzlich willkommen zurück hier zu Distance, zu Sektor 13. Das Ganze geht ja runter, ne? Und Folge 2, ich habe mal nachgeguckt in der Zwischenzeit, nach der ersten Folge, und euch nochmal ein paar Informationen zum Spiel, die ich euch in Folge 1 noch nicht geben konnte, mitgebracht. Und zwar ist das Spiel im September 2018 erschienen, also tatsächlich schon ein gutes Stück her. Und es ist kein Early Access Spiel, also das Spiel ist komplett. Das Einzige, was natürlich immer noch dazukommen kann und dazukommen wird wahrscheinlich auch, sind die Level über den Level-Editor. Und da können wir uns ja vielleicht auch welche anschauen. Gucken wir mal, aber wir machen erstmal die offizielle Kampagne noch fertig. Und sind da ja auf einem bislang ganz guten Weg, würde ich sagen. Ja, und ich kann mir vorstellen, dieses Overheaten und sowas, das wird auch noch ein Problem werden im Spiel. Jetzt zwar noch nicht so sehr, aber dann irgendwann später. Bin mal gespannt, wie schwierig dieses Spiel noch wird. Haha, gerettet. Haha. Haha. Geil. Ich bin wirklich mal gespannt, wie schwer das Spiel noch wird. Denn es hat ja durchaus Potenzial, sehr schwer zu werden, sage ich mal. Ne? Sind wir mal ehrlich. Okay. Ich bin nach wie vor begeistert von der musikalischen Untermalung. Die ist echt cool. Boah, Hilfe, meine Augen. Hilfe, hier ist so viel los. Okay, das haben wir aber gut hinbekommen. Das ist mit Sicherheit auch ein Spiel, wozu es viele Speedruns gibt, oder? Oh, okay. Wir haben Gravity-Gedönse. Kennt man ja aus Mario Kart. Ups. Ja, die Landung war ein bisschen heftig. War nicht so gut. Bin ein bisschen spät aufgekommen. Wow, okay. Alter, ey. Das ist wirklich nicht so einfach. Weiß nicht, ob man das merkt, aber es ist echt nicht so einfach. Wo sind wir denn hier schon wieder? Okay, Sektor 11? Irgendwie Abyss. Abgrund oder was? Ach du Scheiße. Okay, alles ist tot. Alles ist einfach derbe zerstört oder was? Critical Failure. What the hell? Beyond her, remember her. Is behind us. Remember, learn, go beyond. The path ahead gives us purpose. Da ist was dran. Der Pfad, der vor uns liegt, gibt uns einen Grund zu leben. Lässt uns weitermachen. Durchaus. Ich gebe jetzt gerade mal nicht so viel Boost, weil ich nicht weiß, wie es hier mit dem Regenerieren ist, sagte er und gab Boost, natürlich. Aber man kann ja doch ab und zu regenerieren. Dachte irgendwie, es wird hier ein größeres Problem. Also ich habe ja gesagt, das ist kein Horrorspiel, ne? Aber ich weiß es natürlich auch nicht. Es stand jedenfalls nicht in der Beschreibung auf Steam. Aber wer weiß? Wow! Okay, einfach eine Kreissäge, Alter. Ja, Junge.
Ich dachte es mir schon, dass man hier an der Decke theoretisch fahren kann. Musste man aber jetzt gar nicht. Oder an der Wand fahren kann. Was? No entry? No entry? Sehe ich anders. Sehe ich anders. Entry ist, wo man entert. Was ist hier los? Greg! Was ist das für ein Pfeil auf der Karte? War der schon die ganze, also auf dem Auto, war der schon die ganze Zeit da? Was ist denn für Grafikfehler? Input. Was? Input korrupt? Ist es kein Horrorspiel? Ey, ich weiß es langsam nicht mehr. Junge! Hilfe! Was ist das? Was sind das für Grafikfehler? What the hell? Alter, in welchem Drogenland sind wir denn jetzt angekommen? Da ist wieder dieses komische Ding. Junge, was ist das hier? Was ist das? Nein, wir werden aufgefressen. Wrong way? Was? War das etwa nur ein Traum? Ich glaube irgendwie nicht so recht dran. Was? Turn back? Meint ihr es ernst? War es jetzt ernst gemeint mit Wrong Way? Warum komme ich in die falsche Richtung wieder hierher? Aber es war wirklich der Wrong Way, weil hier sind wir ja vorhin lang gefahren. Also aus irgendwelchen Gründen sind wir wieder falsch auf die Strecke gelotst worden. Was war das, Alter? Was war das? Was zur Hölle geht hier ab? Was zur Hölle? Embers. Sektor 9. Ich bin maximal verwirrt. Ich hoffe, wir kriegen hier noch... Au. Wow. Barrel Wall. Dein Ernst? Ich hoffe, wir kriegen hier noch ein paar Infos, was die Story angeht. Weil ich bin wirklich maximal verwirrt. Wow. Okay, das war knapp. Aber wirklich maximal verwirrt, ey. Okay, also irgendwas ist hier schief gelaufen. Irgendeine Quarantäne gab es hier. Und eine Evakuierung. Oder hat die Evakuierung gefailt? Ich bin mir nicht ganz sicher, was die gesagt hat. Ein bisschen schwer, das zu hören. Und wenn man gleichzeitig noch fahren muss, macht es das natürlich nicht leichter. Ihr könnt ja mal in den Kommentaren aufpassen und mir dann eure Theorien mitteilen, was hier abgeht. Oder vielleicht wisst ihr es ja auch und müsst mir nicht mal Theorien mitteilen. Was war das jetzt gerade wieder? Ach du Scheiße. Bewegen sich die Hindernisse auch noch. Das ist sehr vielversprechend. Was? Use Thrusters? Ich weiß immer noch nicht, was Reset ist. Also was Back ist am Controller. Das war nicht gut. Okay, jetzt muss ich gerade nochmal üben. Ich fahr mal mittig darauf zu. Und dann usen wir die Thrusters. Ah, ich glaube, das war okay. Okay, da muss man so ein bisschen korrigieren.
Verstehe. Was denn das? Ah, okay, das war nix. Jai! Mist. I'm sorry. Wo bin ich jetzt rausgekommen? Oh, wieder hier? Leute. Könnt ihr euch bringen? Okay, ich muss einfach schaffen. Aber ich finde es ganz, ganz schwer, sich da zu justieren. Also. Oh. Okay. Und jetzt müssen wir gleich da drüben. Ah! Oh Gott. Schon wieder verkackt. Ah, okay. Jetzt habe ich. Okay, ich weiß jetzt, was back ist. Das ist gut. Nein! Oh, der hat mal auch die Fliegemöglichkeit genommen, der Sack, ne? Gemein. Sonst wäre es natürlich viel einfacher. Ah, oh, ich darf echt nicht die ganze Zeit boosten. Sonst wäre es viel einfacher, sich nochmal zu justieren. Alter! Jetzt geht die Fehlerei aber los. Okay, das war gut. Müssen wir nur noch den nächsten Sprungjump schaffen. Das ist gar nicht so einfach. Für mich jedenfalls. Vielleicht kriegen das ja andere besser hin. Dann all power to you. Okay, das war gut. Nice. Endlich mal wieder was im First Try geschafft in meinem Leben. Okay. Okay. Wow. 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 Okay, okay, okay. Ups. Ja, toll. Immerhin gab es einen Checkpoint. Das ist gut. Ich habe irgendwie gedacht, ich muss hier springen, aber... Dem war gar nicht so. Yeah. Ach du Kacke. Okay. Es hat irgendwie geklappt. Irgendwie habe ich es hinbekommen. Wow. Oh Gott. Okay, man muss halt auch erstmal raffen, was das Spiel von einem will. Ich glaube, mein Auto bricht langsam auseinander, so wie das hier aussieht. Shit. Scheiße. Ah. Vielleicht muss ich mal in die andere Richtung mich wenden. Nicht immer nach links, sondern vielleicht nach rechts. Warte mal, rechts ist das Problem. Vielleicht muss ich nach links. So. Okay, vielleicht darf ich auch einfach gar nichts machen. Ich weiß es nicht. Ich bin sehr verwirrt. Das ist sehr schwer hier. Hm. Ha! Hä? Irgendwie komme ich doch da gar nicht klar. Wie soll ich denn da bitte hinkommen? Hä? Junge, was? Ups, falscher Knopf. What the hell? Ich verstehe einfach gar nicht, wie ich das hier schaffen soll. Oder warte mal. Das geht ja auch nicht. Dass das mal vielleicht oben drauf fahren muss und gar nicht da runter muss. Das ist schon so gedacht, ne? Ich muss ganz sicher nicht oben drauf. Offenbar. Offenbar. Thank you.
Das ist aber gar nicht so schlecht. Wenn man vielleicht ein bisschen früher abspringt, kann man es eventuell schaffen. Oh, yes, baby. Und jetzt gib mir einen Checkpoint, ey. Ich will es nicht nochmal machen müssen. Ach du shit, da ist er, ey. Okay. Kein Problem, wenden kann ich ja. Ach du liebe Zeit. Okay, Checkpoint, nice. Also das war gerade nicht meine Lieblingsstelle. Das war zu viel für mein Hirn irgendwie. Ja, ist dem Spiel aber egal. Es geht gerade weiter. Und da ist das Level vorbei. Alter Vater, der erste große Fail hier, sozusagen. Das erste Mal, dass ich ein bisschen am Struggeln war. Wir haben noch 6 Sektoren vor uns. Ja, und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal hier bei Distance. Macht's gut und ciao, sagt euer Fridde.